Keine 20 Stunden nach dem Sieg gegen die Niederlande stand für Deutschland das 7. Spiel in 10 Tagen auf dem Programm. Entsprechend müde wirkte das Team zu Beginn des Spiels. Serbien lag zeitweilig 5 Tore vorne, ehe sich Deutschland steigerte und durch Kim Naicinavicius 2 Minuten vor dem Ende der Halbzeit zum Ausgleich kam. Bis zur Pause lag Deutschland wieder 2 Tore hinten, aber im zweiten Abschnitt erwischten die Deutschen den besseren Start. Keine 7 Minuten dauerte es bis zur ersten Führung. Das Spiel schaukelte sich hoch bis zum 25:24, doch dann war der Stecker gezogen. Über 4 Minuten fiel gar kein Tor mehr, ehe Serbien die Lücke zum Ausgleich fand. Bis in die Schlussminute hatte Deutschland die Trümpfe selbst in der Hand, vergab aber zahlreiche Chancen und Serbien bekam den letzten Angriff und einen 7 Meter. Diese Chance ließ sich der WM-Zweite von 2013 nicht nehmen. Und Deutschland verlor, vollkommen unnötig, mit 28:29. Wir haben heute im Angriff zu viele, ich sag mal, dumme Sachen gemacht. Geworfen aus Situationen, wo wir nicht werfen sollten. In die Abwehr reingegangen, wenn wir es nicht hätten machen müssen. Freie Chancen noch vergeben und dann ist es natürlich bitter, wenn man dann 5 Sekunden vor Schluss die Niederlage nochmal einfängt. Das Halbfinale ist für das deutsche Team dennoch aus eigener Kraft möglich. Voraussetzung: ein Sieg am Mittwoch gegen Norwegen.